Aber von Zeit bin ich schon sehr gespannt auf die Inhalte. Aber von Zeit umfasst ja so viel aus meiner Sicht. Wir haben ja geredet einmal kurz, Timestamps oder Performance und so. Bin ich schon sehr, sehr gespannt. Danke auch, dass du dieses Jahr wieder dabei bist. Der Michael Keller ist Sub-Champion seit, glaube ich, auch schon einem Jahr. Ist sehr aktiv in der Community. Warst du letztes Jahr nicht auch auf der ABAP-Conf dabei? Ja, genau. Jawohl, ging es um Genau, Klima? genau. Genau. Umso mehr freue ich mich, dass du auch heute dabei bist. Deswegen. 13:22 sind wir schon 2 Minuten drüber. Vielen Dank gleich mal vorweg. Und ja, die Bühne gehört dir. Vielen Dank. Kann man eine Runde Bildschirm teilen? Ja, müsste nochmal klappen gleich. Passt. Viel Spaß, danke. So, dann machen wir hier noch ein bisschen was kleiner, damit das nicht so im Weg ist. Und damit ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer heute bei der ABAP-Conf zu meinem Vortrag ABAP und Zeit. Wir steigen ganz klassisch ein mit einer Vorstellung für alle, die mich noch nicht kennen. Ich habe mal so drei Informationen über mich mitgebracht und ein riesengroßes Foto von mir, damit jeder mich gut sehen kann. Zum einen, ja, ich programmiere ABAP. Ich mache das auch immer noch. Von Zeit zu Zeit veröffentliche ich ja Artikel mal auf Heise. Und wenn man da so die Kommentare zuliest, könnte man wirklich meinen, dass ich das Schlimmste vom Schlimmsten tue. Sogar, dass die ABAP-Programmiersprache gar keine Programmiersprache ist. Aber allen Unkenrufen zum Trotz, ich bin immer noch voll mit dabei und begeistert von ABAP. Und ich hoffe, ihr alle auch. Das zweite Thema, was mich charakterisiert, ich liebe Logistik. Alles, was mit Logistik zu tun hat, finde ich ziemlich spannend. Das Thema Einkaufen, Verkaufen im SAP-System, das ist so mein Steckenpferd. Und was moderne Logistik für uns alle leistet, das finde ich einfach nur genial. Ja, und welche Bücher lese ich aktuell? Das ist auch immer interessant, mal über Menschen zu hören. Aktuell lese ich ein Buch über Interpreterbau. Super spannend, mal zu sehen, wie das so geht. Und ein Buch über Strange Code. Beide Bücher sehr empfehlenswert. Vor allen Dingen Strange Code, einfach mal Programmiersprachen zu sehen, die komplett abseits des Mainstreams sind. Eine echte Bereicherung, wenn man sowas mal gesehen hat. Johann hat es eben schon angesprochen. Letztes Jahr war ich mit dabei gewesen bei der ABAP-Conf. Da ging es um Clean ABAP, also die Anwendung von Clean Code-Prinzipien im Kontext von der Programmiersprache ABAP. Und damals habe ich ein Wecker-Beispiel verwendet. Und der Wecker, der hat mir auch so ein bisschen geholfen, dann nochmal für die Idee für dieses Jahr, mal, sage ich mal, nicht so ein technologisch tiefes Thema, aber dafür umso unterhaltsamer und natürlich immer noch informativ. Da ging es oder geht es jetzt einfach mal um das Thema ABAP und Zeit. Ein bisschen Theorie brauchen wir, so ein paar Grundbegriffe. Man muss dem Kind einen Namen geben, damit man darüber sprechen kann. Und damit steigen wir jetzt dann halt als weiteres ein. Es geht um ein bisschen Theorie. Und zunächst mal wollen wir 20.000 Jahre zurück in der Menschheitsgeschichte. Das ist richtig lang und eins der inzwischen erwiesenen Fakten ist, dass man damals abends kein Videostreaming hatte. Kein Netflix, kein Amazon Prime. Das heißt, wenn man sich abends so in seine Höhle reingesetzt hatte, dann gab es, wenn man Glück hatte, ein gutes Unterhaltungsprogramm. Sprich, einer hat mit Kohle was an die Wand gemalt, der zweite hat mit einer Fackel Lichteffekte gemacht und der dritte hat dazu ein Lied getrillert. Wer auf so eine abendliche Unterhaltung keine Lust hatte, der konnte auch vor die Höhle gehen und der hatte, wenn es keine Wolken gerade gab, Riesenglück. Weil damals hatten wir noch keine Lichtverschmutzung und er konnte Sterne sehen. Das war die Geburtsstunde der Astronomie. Das heißt, die Menschen haben den Lauf der Gestirne beobachtet und konnten auf einmal einen Rückschluss ziehen, weil vom Tag kannten sie ja schon, diese Sonne geht auf, Sonne geht unter, Mond kommt, Mond geht unter und konnten dann Rückschlüsse auf Zeit ziehen. Und das haben sie auch immer weiter verfeinert, weil es hat ihnen unglaublich geholfen, einzuordnen, wann sie eben, als sie sesshaft wurden, die Menschheit, wann sie zum Beispiel sich um die Felder kümmern müssen, damit das mit dem Ackerbau funktioniert. Ja. Und da war es eine echte Success Story. So 1800 vor Christus haben die Menschen das mit der Zeit schon richtig, richtig gut rausgehabt. Da wussten nämlich schon die Babylonier, dass wir den Tag in 24 gleich große Zeiteinheiten einteilen können. Und das ist was, das kennen wir heute auch noch, die 24 Stunden. Ja, wie versprochen, wir brauchen ein paar Grundbegriffe, um im Weiteren uns durcharbeiten zu können bis zu unserer Programmiersprache und der Zeit, wie wir sie dort erleben. Das eine ist mal der klassische Zeitstrahl. Jedes gute Geschichtebuch hat irgendwo einen Zeitstrahl drin. Und
Ich habe hier mal zwei Zeitpunkte eingezeichnet. Zeitpunkt 1, Zeitpunkt 2. Zeitpunkte werden bei uns oft mit einem Datum und einer Uhrzeit angegeben, aber ich habe auch eben schon, wer aufgepasst hat, was verwendet, nämlich Christi Geburt. Wir im Westen rechnen oft quasi in Relation und sagen vor Christi Geburt oder nach Christi Geburt. Das ist für uns ein ganz, ganz besonders wichtiger Zeitpunkt. Und andere Zeitpunkte kennen wir auch, die wiederholen sich jedes Jahr, als Beispiel Silvester. Kommt demnächst, ich hoffe, ihr habt alle schon geplant. Und neben dem Begriff der Zeitpunkte brauchen wir das, was dazwischen liegt. Das ist der Zeitraum oder die Zeitspanne. Mit so einer Zeiteinheit versehen, wie eine Minute, ein Jahr, was eben die Länge des Zeitraums angibt, sind wir damit schon fast fertig. Aber wie ich sagte, die Menschen haben noch die Mächtigkeit der Relationen quasi, verwenden sie. Wir haben dann noch für bestimmte Zeiträume, haben wir Begriffe vergeben, feststehende Ausdrücke. Wenn ich mal den Zeitpunkt 1 ansehe und blicke auf den Zeitpunkt 2, dann ist das für mich Zukunft. Bin ich dagegen aber bei Zeitpunkt 2 und blicke zurück, dann habe ich die Vergangenheit. Zeitpunkt 2 selbst ist dann für mich die Gegenwart. Und die Begriffe eben, das ist das, was sich durchgesetzt hat, was heute jeder kennt. Das hat sich dann auch immer weiter eingebürgert, das ganze Herumspielen mit Zeit in verschiedenen Begriffen, die wir im Alltag kennen. Sommer- und Winterzeit war in den letzten Jahren viel in der Diskussion, ob wir sie abschaffen können in Europa oder eben nicht. Denn das Thema Reisezeit interessiert uns. Wie lange fliege ich von A nach B oder fahre ich mit einem Auto? Da steckt der Begriff Zeit für uns wirklich direkt in dem Wort drin und der Bezug ist eben da. Bei anderen Begriffen ist es so, dass wir einen indirekten Zeitbezug haben. Wenn wir zum Beispiel das Wort Geduld nehmen, dann wissen wir ganz implizit für uns, da ist etwas über einen längeren Zeitraum, was getan wird. Oder wenn wir den Begriff Evergreen hören. Evergreen ist eben ein Musikstück, das vor langer Zeit komponiert wurde und das heute immer noch gespielt wird. Das hat eine lange Gültigkeit. Und jetzt aufgepasst, kleine Falle, Lichtjahre, da steckt zwar eine Zeiteinheit drinnen, also das Thema Jahre, aber es ist tatsächlich ein Streckenmaß, ein Distanzmaß für uns. Ja, und dann hat Zeit auch noch natürlich in Film, Funk und Fernsehen in Begriffen Einzug gehalten. Ich habe hier mal einen ganz bekannten einleitenden Satz aus einer Serie genommen. Persönliches Logbuch des Captains, Sternzeit 50893,5. Der ein oder andere wird es kennen, Star Trek. Da beginnt jede Folge mit dem persönlichen Logbuch des Captains und einer Sternzeitangabe. Und diese Sternzeit gibt es in der Astronomie tatsächlich. Könnt ihr euch mal auf Wikipedia ansehen. Die hier gewählte Sternzeit, die ich in meinem Beispiel drin habe, ist übrigens der erste Kontakt mit dem Kollektiv der Borg. So, und jetzt brauchen wir, weil es eben auch für unser System nachher wichtig ist, brauchen wir hier nochmal 3, 4 weitere Begriffe, nämlich Ortszeit, Zeitzone mit Zonenzeit und Weltzeit. Der Punkt ist nämlich, dass ganz früher die Leute alle verschiedene Ortszeiten hatten. Das war eine ziemlich verrückte Sache, weil da waren Orte vielleicht 50 Kilometer auseinander und die hatten verschiedene Ortszeiten. Das lag daran, weil damals die Menschen gesagt haben, wir nehmen den höchsten Sonnenstand und das ist 12 Uhr. Daher kommt im Deutschen dieser Satz, die Sonne befindet sich im Zenit. Das ist der höchste Stand der Sonne und bedeutet für uns 12 Uhr. Weil sich die Erde eben dreht und so weiter und so fort, ist das an jedem Ort auf der Erde schon mal ein bisschen anders. Da können dann mal 6 Minuten dazwischen liegen. Das hat aber dann spätestens nicht mehr funktioniert, als wir quasi vernetzter wurden, sprich als Beispiel Eisenbahn, mehr Logistik, weil wir wollten nicht jedem seine eigene Ortszeit berücksichtigen. Dann hatte einer dann eine kluge Idee, der hat gesagt, wir unterteilen die Erde in verschiedene Zonen. Das sind unsere Zeitzonen. Denen wiederum geben wir eine einheitliche sogenannte Zonenzeit. Ja, und dann war die nächste Evolutionsstufe, dass jemand gesagt hat, lasst uns doch eine ganz einheitliche Zeit auf der Welt finden. Das war dann die Weltzeit. Das mit der Zonenzeit, das hat gar nicht mal so gut funktioniert. Also man darf sich das nicht vorstellen, dass das wirklich immer ein Strich auf dem Planeten ist, ein bestimmter homogener Abschnitt. Weil als Beispiel habe ich mir rausgesucht, die Kanaren und Island. Kanaren, ne, mit Teneriffa, schönes Urlaubsörtchen, die haben anstatt in der Zeitzone, wo sie normalerweise liegen würden, UTC-1, haben die gesagt, nö, wollen wir nicht, wir wollen UTC-0 sein. Das heißt, es gibt die UTC-0-Zeitzone und die hat eine echte Beule, damit Island reinpasst, dann geht es runter und dann gibt es nochmal eine Beule, damit die Kanaren hineinpassen. Ja.
Spannende Frage für alle nachher nach dem Vortrag zum Nachhause mitnehmen, einmal zum Überlegen, welche Zeitzone haben wir denn im Weltraum, wenn wir in den Weltraum hinausfliegen und welche Zeitzone hätten wir auf dem Mond. Auch das kann man mal im Internet recherchieren. So, Grundbegriffe haben wir zusammen. Jetzt kommen wir zu dem, was wir echt gerne machen, nämlich Informationstechnologie. Und da hat natürlich Zeit auch eine Bedeutung. Das, was wir mal zuerst gemacht haben, was viele von uns kennen, ist, wir haben uns mal den englischen Begriff Time ausgeborgt, haben den mit anderen englischen Begriffen quasi kombiniert, um etwas Bestimmtes auszudrücken. Die Design Time kennen wir zum Beispiel. Das ist dann, wenn wir uns hinsetzen und ein Konzept erstellen. Oder die Runtime, das ist dann, wenn unsere Software ausgeführt wird, das, was wir dann aber programmiert haben. Eine andere Zeit oder ein Ausdruck für eine Zeit ist inzwischen aus der Spieleentwicklung rüberkommen. Das ist die Crunch-Time. Wenn wir in einem Projekt Richtung Ende des Projekts übermenschliche Anstrengungen leisten, damit das Projekt wirklich noch ein Erfolg wird, das nennt sich Crunch-Time. Aber das Ausleihen von diesen Begriffen war jetzt natürlich nicht so die einzigste Idee, die wir da hatten, was wir da oder das Interesse in der IT. Eigentlich haben wir noch ein viel tiefer gehendes Interesse an Zeit in der IT. Und die Frage, die ich hier notiert habe, die kann man mit einem schönen Satz, einer Aussage von Peter Ferdinand Drucker mal quasi beantworten. Was man nicht messen kann, kann man nicht lenken. Und Zeit hilft uns in der Informationstechnologie bei dem Punkt messen, aber auch bei dem Punkt lenken. Das sind zwei richtig wichtige Themen und da habe ich drei Beispiele mitgebracht. Das eine ist, wenn wir programmieren, geht es für uns oft darum, haben wir einen laufzeitoptimalen Algorithmus geschrieben? Löst der in der Länge der Eingabe, löst er das optimal unser Problem? Das ist die Fragestellung der Zeitkomplexität. Quasi da geht es um Laufzeit. Das andere, was wir auch alle jedes Mal erleben, wir sind in SAP-Systemen als Benutzer angelegt, die haben zum Beispiel eine zeitliche Gültigkeit. Wie oft ist es schon passiert, dass wir einen Benutzer in dem System haben, aber er ist zeitlich nicht mehr gültig? Da sagen wir immer, der ist abgelaufen. Da müssen wir uns an die Kollegen wenden von der Basis, die unseren Benutzer verlängern, zeitlich wieder gültig machen. Und dann ein ganz, ganz Riesenthema natürlich, was mit Zeit in enger Verbindung bei einer IT steht, ist das ganze Thema der Protokollierung. Damit wir uns einen Reim auf verschiedene Ereignisse machen können, schreiben wir Protokolle und die sind in einer gewissen Reihenfolge, in einem chronologischen Ablauf, wie wir so schön sagen. Und genau in dem Zusammenhang haben wir in der Informatik, unser liebstes Kind, den Zeitstempel. Der Zeitstempel, den brauchen wir, weil das ist die kombinierte Datums- und Zeitangabe zur Bestimmung eines einzelnen Zeitpunkts. Da haben wir also ein Datum mit drin und die Uhrzeit. Jetzt muss ich mal ein bisschen auf die Zeit schauen. Gut, passt, wir haben noch. Und davon bewegt uns in ABAP, sehen wir später, nochmal der POSIX-Zeitstempel. Der POSIX-Zeitstempel bezieht sich zunächst mal auf die UTC-Referenzzeit. Und das Schöne ist, der wird nicht einfach in Datum und Uhrzeit ausgedrückt, sondern der wird in Sekunden gerechnet. Und dann nimmt man quasi die Geburtsstunde von Unix, das 1. Januar 1970 um 0:00 UTC, rechnet man quasi in Sekunden zu dem aktuellen Zeitpunkt, wo man die Differenz wissen möchte. Und das ist natürlich für IT-Systeme ideal, dass wir eben mit Sekunden da rechnen. Das habe ich hier nochmal reingeschrieben. Anstatt dass wir zwei Felder haben, Datum und Uhrzeit, rechnen wir eben nur mit den Sekunden. So, und jetzt haben wir mal alles zusammen. Wir haben Grundbegriffe der Zeit. Wir haben uns nochmal ein bisschen vergegenwärtigt, warum Zeit in der IT für uns als Informatiker oder als Techniker total interessant ist. Und jetzt kommen wir zum Thema Zeit in ABAP. Und da hat ABAP eine Besonderheit. Das hat nämlich nicht jede Programmiersprache und das ist was Großartiges. Wir haben in unserer Programmiersprache eigene Datums- und Zeittypen. Wir haben zum Beispiel für ein Datum abzubilden den Datentyp D, der in dem hier dargestellten Format ist. Und ich habe jetzt mal als Beispiel das heutige Tagesdatum von unserer ABAP-Conf habe ich da rein als Beispiel aufgenommen. Kommt noch heute ein paar Mal vor. Wir haben einen extra Datentyp für die Uhrzeit, Datentyp T. Hier als Beispiel nochmal 13:20 Uhr. 0 Sekunden, das ist die Zeit, wo heute unser Vortrag hier gestartet ist. Dann haben wir einen eigenen, in dem Fall eine eigene Möglichkeit, Zeitstempel abzubilden, aber keinen eigenen, ich sage mal, Datentyp dafür. Da wird PECT verwendet. Da haben wir die Möglichkeit, hier den kompletten Zeitstempel in dem abgebildeten Format hier mal abzubilden.
Und das können wir noch, wenn wir es zeitlich noch genauer brauchen. Also wenn uns hinten 2 Sekunden, 2 Stellen für die Sekunden nicht ausreichen, gibt es das sogar mit 7 Stellen für diese im Sekundenbereich abzubilden. Also da können wir zeitlich noch viel genauer sein. Das ist dann der lange Zeitstempel. Und weitere Besonderheit, das hat man schon ganz früh bei der Modellierung der SAP-Software toll für uns verankert. Das System denkt in der Systemzeitzone und in der Benutzerzeitzone, weil unser System kann wirklich örtlich sehr weit von uns wegstehen und wir greifen remote darauf zu aus einer ganz anderen Zeitzone. Dieses Problem ist vielen Menschen erst bewusst geworden, nochmal so richtig stark, als wir jetzt mehr angefangen haben, von zu Hause zu arbeiten. Da ist es nämlich so, dass wir, wenn wir zum Beispiel Outlook-Termine machen und jemand sitzt in Philadelphia und schickt mir den Termin zu, dann rechnet mir Outlook den richtig um, setzt ihn mir in den Kalender. Das, was bei ihm von mir aus 9 Uhr morgens ist, ist dann bei mir irgendwas, weiß ich, 13 Uhr mittags. Da hilft uns die IT richtig. Und dasselbe hat auch das SAP-System. Wir haben eben wirklich die Systemzeitzone und die Benutzerzeitzone. So, und wie kommen wir jetzt als Entwickler eigentlich da dran? Wie bekommen wir die passende Zeit und wie können wir sie abrufen? Zeit und Datum als Beispiel. Zunächst mal bedienen sich unsere Applikationsserver, bedienen sich an der Datenbankserver. Zu verschiedenen Ereignissen wird quasi die Uhrzeit für die ABAP-Laufzeitumgebung wird die Uhrzeit beim Datenbankserver abgegriffen oder aktualisiert, weil wenn einer die richtige Uhrzeit kennen muss, dann sollte es unser Datenbankserver sein, weil Datenbanken leben von dem Thema, dass sie etwas chronologisch richtig einordnen können. Damit haben wir jetzt mal die Zeit im Applikationsserver und wie kommen wir jetzt nochmal als Entwickler dran? Ganz unterschiedlich, weil wir haben ja eine Evolution in ABAP hinter uns. Hat man heute Morgen schön gesehen. Auch das ist ein Kennzeichen von Zeit. Über Zeit verändern sich Dinge. Ich habe hier mal einen ABAP Core Data Services, einen ganz einfachen, aufgezeichnet. Es gibt eine Session-Variable. Wir können, wenn wir hier diesen Core Data Services entwickeln, können wir mit der Session-Variable auf das Systemdatum zugreifen. Schauen wir uns mal an, wenn wir hier mit Parametern arbeiten. Wir haben Core Data Services mit Parametern. Dann können wir denen hier, wenn wir Datum und Zeit brauchen, können wir die sogar schon vorbelegen lassen mit Datum und Uhrzeit. Auch das können wir dann in der Where-Bedingung weiter unten, können wir das dann verwenden. Das bekommen wir also vom System geschenkt. Wir bekommen Uhrzeit, Datum zur Verfügung gestellt. Und jetzt des Entwicklers, des ABAP-Entwicklers liebstes Kind, das hat jeder schon mal erlebt oder verwendet, unsere Struktur SÜ, in der dann eben Datum und Uhrzeit vom System drin ist. Da ist Benutzerdatum, Benutzerzeit drin. Das ist das, das haben alle schon mal irgendwo bei Programmierung verwendet. Braucht man die Systemzeitzone, kann man das sich mit dem Funktionsbaustein, der hier unten dargestellt ist, abrufen. Das ist jetzt mal, wenn man klassisch, sage ich mal, im Klassik-ABAP, wie das heute Morgen auch so schön genannt wurde, entwickelt. Geht man jetzt mal aber auf die SAP Business Technology Plattform, in die ABAP-Environment ist das wieder ein bisschen anders. Verwendet man da SÜ-Datum oder SÜ-U-Zeit, bekommt man in den ADTs unten einen Hinweis. Nämlich, dass man hier diesen Zugriff auf die Felder der Struktur SÜ gar nicht mehr machen sollte. Bei der BTP ist das nämlich anders. Da gibt es das SÜ gar nicht mehr oder soll es nicht mehr geben, soll man nicht mehr verwenden. Man hat verschiedene Klassen hier mit statischen Methoden, Hilfsklassen, die einem als Beispiel das Systemdatum oder die Systemzeit, die Zeitzone zur Verfügung stellen. Also nochmal ein anderer Ansatz, als wenn ich jetzt in dem Klassik-ABAP-Umfeld unterwegs bin, sondern auf der BTP programmiere. Ja, und jetzt wissen wir haben die richtige Zeit zur Verfügung. Wir können auch darauf zugreifen. Das heißt, wir können sie auch in unserer Datenmodellierung berücksichtigen. Und das ist ja das Spannende. Das ist jetzt mal so der Grundstein. Bevor wir programmieren, modellieren wir mal unsere Sachverhalte hier, die Daten. Wo bedienen wir uns oder wo nehmen wir da die Ideen zur Datenmodellierung her? Ich sage mal aus 3 verschiedenen Themengebieten. Das erste sind fachliche Quellen, so klassisch der Prozess. Das zweite sind technische Quellen. Wir brauchen ein Änderungsdatum oder ein Erstelldatum. Das sind so typische technische Merkmale in einem Datenmodell. Und das dritte sind organisatorische Quellen. Also wozu gehört zum Beispiel irgendein Datensatz? Hat der einen Bezug zu einem Buchungskreis? Hat der einen Bezug zu einer Einkaufsorg?
Meiner Erfahrung nach modelliert man am häufigsten mit Zeitpunkten. Und das Ganze kommt im Bereich der fachlichen Quellen und der technischen Quellen eben gehäuft vor. Und da schauen wir uns jetzt mal drei Beispiele zusammen an. Hier ein Klassiker, die Datenbanktabelle BKPF, die Belegkopfdaten in der Buchhaltung. Da habe ich einfach nur mal ein paar Daten, der Plural von Datum, habe ich mal rausgegriffen. Da gibt es ein Belegdatum. Es gibt ein Buchungsdatum. Wir haben ein Datum der Erstellung des Datensatzes. Wir haben eine Uhrzeit der Erstellung und wir haben auch noch ein Datum der letzten Änderung. Wenn man das zum ersten Mal so erlebt, stellt man sich wirklich die Frage, braucht man diese ganzen Daten? Ja, je länger man damit arbeitet, das ist total sinnvoll und wohl durchdacht. Genauso wie wenn man mal auf die Datenbanktabelle ECPO schauen. Hier Positionsdaten von Einkaufsbelegen, wie zum Beispiel einer Bestellung. Auch da haben wir als Beispiel verschiedene Zeitpunkte. Wir haben das EDAT, Datum der letzten Änderung ist das. Wir haben eine Planlieferzeit drin, also wie lange dauert das, bis ich die Ware, die ich hier geordert habe oder die Dienstleistung quasi geliefert bekomme. Oder ein Datum der Preisermittlung ist da drin. Das eben waren jetzt Zeitpunkte und aus meiner Erfahrung nach modelliert man viel mit Zeitpunkten. Es gibt aber auch einen Klassiker, da wird mit Zeiträumen gearbeitet. Und hier habe ich mal die Datenbanktabelle, die HRP 1001, Verknüpfung im Personalwesen rausgegriffen. Mit der habe ich mal vor vielen Jahren gearbeitet im Bereich Veranstaltungsmanagements des HR. Die hat als Teil des Primärschlüssels das sogenannte Backda und Enda, das Startdatum und das Enddatum. Und damit kann man den Datensätzen jetzt wirklich einen Zeitraum verpassen, in dem die gültig sind. Und wenn man da selektiert, man hat einen Zeitpunkt und interessiert sich jetzt für die Datensätze, die eben in diesem Zeitraum gültig sind oder drinnen liegen, dann sieht man hier mal, wie ich das mal als Beispiel dargestellt habe. Da kann man dann mit where back da ist kleiner oder gleich dem gesuchten Datum oder dem ja, verwendeten Datum und das Enddatum muss hinten dran liegen. Und damit kann man dann sagen, gib mir mal die Datensätze, die quasi zu dem Zeitpunkt gültig sind. Ja, das war jetzt mal ein kurzer Ausflug. Ich schaue noch mal auf die Uhr. Das war mal ein kurzer Ausflug in das Thema Datenmodellierung, so als Ideen, wo da Zeit vorkommen kann. Schauen wir uns das jetzt mal in der Programmierung an. Gehen wir auch wieder auf die Core Data Services, weil tatsächlich haben wir 27 eingebaute Funktionen zur Arbeit mit Datum und Uhrzeit in den Core Data Services, aber und das ist wirklich viel. Wir haben allein 7 unterschiedliche Funktionen zur Arbeit mit Daten. Wir können also sagen, ist ein Datum valide. Wir können zwischen zwei Datums zwischen zwei Daten können wir einen Zeitraum berechnen. Wir können Monate hinzuaddieren. Dann haben wir eine Funktion, die erlaubt uns zu prüfen, ob eine Uhrzeit eigentlich gültig ist. Wir haben 7 verschiedene Funktionen zur Arbeit mit Zeitstempeln. Also auch da ist richtig was los. Man kann sich zum Beispiel den aktuellen Zeitstempel abrufen. Dann haben wir 2 verschiedene Funktionen zur Arbeit mit Zeitzonen und 10 verschiedene Funktionen zur Konvertierung von Zeitstempeln, Daten und Uhrzeiten. Das allein zeigt schon, wie wichtig es ist, was wir da alles auf der Datenbankebene schon mit Datum und Uhrzeit oder Zeitstempeln eben machen können, allein durch den Core Data Services. Und dazu habe ich auch mal ein kleines Beispiel gebaut. Hier aus dem Flugdatenmodell geht es mal darum, Flüge abzurufen. Und ich zeige mal, was ich damit aufgenommen habe. Hier, ich hoffe, der Laserpointer funktioniert so in PowerPoint. Ich habe hier die Session-Variable Systemdatum mit reingenommen als System Date. Und dann war ich ein bisschen optimistisch und dachte, dann machen wir doch mal noch eine kleine Berechnung hier. Wir berechnen die Anzahl Tage zwischen dem Flugdatum und dem aktuellen Datum des jeweiligen Datensatzes. Und dachte, okay, da kannst du mal die Session System Date einfach mitgeben. Das hat er nicht gemacht. Gott weiß warum. Da hat er kapituliert, hat gesagt, geht nicht. Also habe ich nochmal eine eingebaute Funktion verwenden müssen, den aktuellen Zeitstempel besorgen, den umwandeln lassen in das Datum und dann berechne mir mit der Funktion thatStaysBetween quasi die Tagesdifferenz. Dann habe ich wiederum noch ein kleines Case eingebaut, einfach nur um zu sehen, ob Flugdatum quasi gegen das Systemdatum in der Zukunft, Gegenwart oder Vergangenheit liegt. Ja. Und das, was man hier sieht, was mit dem Core Data Services funktioniert,
funktioniert tatsächlich auch in einem einzelnen Select. Das ist jetzt eine der wenigen Stellen, wo man eben eine eingebaute Funktion, wie der Core Data Services hier eben hatte, auch in einem Select komplett kodieren kann. Und ihr seht, ich war hier auf der BTP wieder unterwegs und habe mir oben zunächst mal das Systemdatum genommen. Und dann habe ich das, was wir eben mit dem Core Data Services gemacht haben, habe ich nachgebaut in einem Select. Wir haben also, ich markiere es mal wieder, das Systemdatum, das aktuelle, und hier hat das jetzt schön geklappt. Wir berechnen die Tage, die zwischen dem Systemdatum und dem jeweiligen Flugdatum liegen, als Tagesdifferenz, und wir haben auch wieder das Case mit drin. Und beide, der Select wie auch Fontran, der Core Data Services, bringen uns jetzt dasselbe Ergebnis. Das ist aus den Testdaten, die gerade in der BTP da zur Verfügung sind, ist das ein Auszug. Und da sieht man mal als Tagesdifferenz, da haben wir hier den 4. August 2022. Und ich habe das Ganze am 12. November 2022 programmiert und ausprogrammiert. Da haben wir 100 Tage Differenz und er sagt eben, das liegt in der Vergangenheit. Und jetzt kommen wir mal zu der wirklich spannenden Frage, wie hat er eigentlich gerechnet? Weil nur weil das System sagt 100 Tage, muss ich das jetzt noch lange nicht direkt auf Anhieb so dem System abkaufen, sondern mich hat interessiert, wie hat er es gemacht? Wie hat er gerechnet? Das kann man sich in der Doku der SAP auch anschauen. Er hat zunächst mal gesagt, vom 4. August bis zum 31. August haben wir 27 Tage. Der September hat 30, der Oktober 31 und im November, bis zu dem Tag, an dem ich eben entwickelt habe, haben wir 12 Tage. Und das ist halt in der Doku mit drin, es wird quasi der Anfangstag, der 4.8. wird nicht mitgezählt, aber der Endtag. Und das ist was, das ist uns wohl vertraut, weil so rechnen wir, wenn wir zum Beispiel in Urlaub gehen. Wir sagen, wir sind von Freitag bis Sonntag in Urlaub. Das sind für uns dann 2 Übernachtungen, aber 3 Tage. Und das ist, aufgepasst, eine Konvention, die haben wir auch noch gar nicht so lange. Denn die Menschheit hat tatsächlich noch bis ins Mittelalter hinaus die sogenannte Inklusivzählung angewendet. Das heißt, der 4.8. wäre mitgezählt worden. Wir hätten also nicht minus 100 Tage, sondern minus 101 Tage gehabt. Und daher stammt zum Beispiel noch manchmal, im Deutschen hört man den Satz, bis in 8 Tage. Damit ist gemeint aber eine Woche, die nur 7 Tage hat, weil man früher die Inklusivzählung angewendet hat. Das ist jetzt aber lange vorbei und SAP zählt eben nicht nach der Inklusivzählung, so wie wir es heute halt nach Konvention machen. Für uns Informatiker ist das vielleicht doppelt interessant, auch nochmal hier so eine Idee für eigene Recherchen, weil dieses, wie wir zählen, ist typische Fehlerquelle, die wir auch als Zaunfallfehler kennen oder auch dem Off-by-One-Fehler oder Obi-One-Fehler. Das ist nämlich da, wo wir um eins daneben liegen beim Zählen, wo wir eben Zwischenräume und quasi die rechten und linken Leitplanken der Zwischenräume vertauscht haben. Gut. Anderes Beispiel jetzt mal, weg von dem eben, was wir gezeigt haben. Wir haben das Glück, dass wir in ABAP sogar mit Daten rechnen können. Auch das, weil wir eben so viel bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen mit Daten konfrontiert sind, können wir rechnen. Wir sehen hier oben, wir haben das ABAP-Conf 2022 Datum, das ist der 7. Dezember. Und wir haben unten einen Tag, an dem ich eben nochmal dieses Beispiel, das kleine Beispiel programmiert habe. Wir haben den 23.11. Und wir haben jetzt hier einfach eine Berechnung. Wir können ein Minus dazwischen setzen und das System bringt uns tatsächlich in der Variable Difference in Days, bringt uns das Ergebnis 14. Spannend wird es, das Gleiche ausprobiert mit Zeitstempeln. Bei Zeitstempeln habe ich halt gedacht, okay, definieren wir mal hier einen einfachen Zeitstempel, setzen den auch auf 13.20 Uhr, den Beginn heute meines Vortrags am 7. Dezember, zu jetzt an dem Tag, dem 23. November, 13.20 Uhr. Und wenn man das eingibt, wirft die ADT unten schon eine Riesenwarnung aus. Und diese Warnung sollte man auch ernst nehmen, weil er sagt, dass er dann ein Problem hat beim Berechnen, dass er eine implizite Konvertierung durchführt. Und das Ganze wird so haarsträubend, dass in dem Fall hier 84 Millionen als Wert rauskamen in der Variable Difference. Und wenn man das mal nochmal durch die Anzahl Sekunden eines Tages, das sind die 86.400 Sekunden teilt, käme man auf 972 Tage Differenz. Das heißt, es ist komplett daneben. Das niemals machen und diese Warnung ernst nehmen, da stimmt was nicht. Auch hier wieder ein Ausgangspunkt für die eigenen Recherchen. Es gibt zum Rechnen mit Zeitstempeln eine Klasse.
Und zwar ist das die CLABAP TSTMP, Timestamp abgekürzt. Die hat richtig viele unterschiedliche statische Methoden, die uns erlauben, mit Zeitstempeln zu rechnen. Und genau das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe jetzt mal die zwei Zeitstempel von eben genommen, habe die hier dieser Methode übergeben. Und wir sehen dann, das, was hier rauskommt, die Difference in Days, habe ich nochmal konvertiert, Integer, Difference in Seconds geteilt durch die Anzahl Sekunden eines Tages. Und dann kommen wir tatsächlich wieder auf unser richtiges Ergebnis, 14 hinaus. So, und dann noch zum letzten Beispiel, was ich hier heute noch mitgebracht habe, weil auch das ist eine Besonderheit in unserer Programmiersprache, die man nicht überall so findet. Ich bin mal hier hingegangen und habe mal zunächst ein Datum, eine Konstante definiert, hier für das Jahr 2022, wiederum den 7.12., das ist das ABAP-Conf-Date. Und habe dann mit der Final Inline Declaration hier, habe ich einmal den November als eine Ranges-Tabelle definiert. Und da habe ich mir selber so von hinten durch die Brust ins Auge geschossen und habe gesagt, ich definiere das, indem ich alle Zeiträume bis auf den November ausschließe. Das heißt, wir sind von Januar 2022 bis Ende Oktober 2022 schließe ich mal das aus in der Ranges-Tabelle. Und dann schließe ich nochmal den Dezember hier aus. Das ist mein Monat November als Ranges-Tabelle. Und dann habe ich noch mal ein bisschen, sag mal, lesbarer den Monat Dezember mir hier definiert und habe den Monat Dezember vom 1. Dezember bis zum 31. Dezember definiert. Und aber bringt uns die Möglichkeit jetzt tatsächlich mit dem Datum quasi einen Vergleich zu machen, also das Ganze bei if anzuwenden und zu sagen, wir können jetzt das Datum hier gegen die Ranges-Tabelle vergleichen und können dann sagen, können uns dann quasi in den entsprechenden Zweig der if-Bedingung hineinbegeben. Und das funktioniert. Auch das eine Besonderheit, was wir nicht in jeder Programmiersprache einfach so bekommen als Zeiträume. So, und damit bin ich jetzt auch für heute schon mit meinem Vortrag am Ende angekommen. Habe noch ein kleines Zitat von einem alten Lateiner mitgebracht. Ne? Kein Vortrag ohne irgendwie ein Zitat von einem alten Lateiner. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Heißt jetzt nicht, dass wir nicht unser Mittagsschläfchen mal machen sollten oder mal Zeit vergeuden sollten, indem wir uns hinsetzen und bei schönem Wetter einfach mal in die Leere starren, weil auch hier, es gibt so viele popkulturelle Anspielungen in Musik, in Film, Funk und Fernsehen. Ich glaube, es war bei Herr der Ringe in der Verfilmung von Peter Jackson, wo Gandalf zu Frodo sagte, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, weil Zeit ist einem gegeben, was man damit anfangen möchte. Also man findet überall schöne Zitate zu Zeit und kann dann nochmal überlegen, was das für einen selbst im Bereich der IT und in der Programmierung bedeutet. Damit darf ich mich jetzt für heute erstmal bedanken für die Zeit, vielleicht das Wertvollste, was wir aktuell zu geben haben hier, die ihr investiert habt, teilgenommen habt an diesem Vortrag. Wer mich sucht, hier mal noch ein paar Beispiele, SAP Community, Twitter, LinkedIn, GitHub. Ich bin überall vertreten, freue mich über Kontakte und nehme mir auch gerne Zeit, mit den Leuten zu kommunizieren, weil es ist immer wieder spannend, wie man alles auf der Welt kennenlernt und trifft. Damit wünsche ich auch heute nochmal für alle weitere interessante, spannende Vorträge und ich hoffe, dass ihr hier so den ein oder anderen gedanklichen Anhaltspunkt mitnehmen konntet, um eure eigenen Recherchen zu starten. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Michael, für diesen Vortrag und für deine Zeit, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Die Schlussworte waren jetzt eigentlich super, finde ich, und genial und betreffen nicht nur ABAP, sondern allgemein Zeit. Also wunderbar, danke dafür.